Die Harting Technology Group ist ein weltweit führender Hersteller von Industrieverbindungstechnik. Wir sind ca. 6.500 Mitarbeitenden weltweit. Unsere Hauptziele ist das Erreichen des Reifegrads der Datentransparenz, die wir auch im größten Teil jetzt schon erreicht haben. Wir haben ca. 300 Maschinen in der Produktion, die wir quasi jetzt angebunden haben. Die Daten sind da. Jetzt haben wir noch eine Truppe, die sich mit diesen Daten beschäftigt, unsere Datenanalysten. Das andere ist natürlich, wir wollen zu den Produkten alle Informationen aufzeigen, dass wir sagen können, dass das Produkt jetzt wirklich an Energie gekostet. Wir tracen diese Informationen und wollen das auch langfristig den Kunden mitgeben, dass wir quasi den CO2-Footprint auf den Artikel bzw. auf das Produkt haben. Zum Thema Qualität. Wir haben natürlich von Seiten Harting aus hohe Ansprüche, dass wir nur hochqualitative Produkte zum Kunden liefern. Und dementsprechend werden diese über verschiedene Merkmale kontrolliert, durch Kamerasysteme, durch externe Sensoren, wie zum Beispiel auch die von IFM. Dementsprechend können wir schon ableiten, ist das Produkt in Ordnung oder nicht. Der Mehrwert besteht wirklich darin, dass ich aus diesem Sensor erheblich mehr Informationen bekomme. Und das ist halt mittlerweile essentiell in dem, was wir tun. Ohne Informationen keine Digitalisierung. Das Thema Retrofit der Maschinen spielt für uns eine sehr große Rolle. Wir haben einen sehr diversen, heterogenen Maschinenpark, wo es verschiedene Hersteller gibt, verschiedenste Schnittstellen, die wir jetzt als Abteilung der OT probieren einzubinden, die Daten abzugreifen und eben auch zusätzliche Sensorik zu verbauen. Als Beispiel eben Sensorik nachrüsten, zum Beispiel für die Durchflussmessung, fürs Kühlwasser, damit wir eben diese ganzen Erfahrungen und Messwerte eben aufnehmen können, wo dann eben auch zum Beispiel IFM ein großer Bestandteil unserer Arbeit ist mit den IO-Link-Mastern und natürlich auch der ganzen Sensorik. Energieeffizienz ist dann natürlich ein wichtiges Stichwort für uns, um unsere Produktion auch zu optimieren. Die Druckluft an sich ist eine der teuersten oder die teuerste Energieform hier für uns in der Industrie. Deswegen ist es für uns auch besonders wichtig, diese zu tracken. Die Zusammenarbeit ist für mich bisher nur positiv ausgefallen.